Willkommen zurück beim Kurs Programmieren 2. Wir haben uns im letzten Video sehr ausführlich mit den primitiven Datentypen, die in C-Sharp mitkommen, auseinandergesetzt. Und in diesem Video schauen wir uns an, was es für Konvertierungen zwischen den verschiedenen Typen gibt. Warum spreche ich überhaupt von Konvertierung zwischen diesen Typen? Eben weil C-Sharp eine sogenannte stark typisierte Sprache ist. Was heißt das? Wenn wir ein String erstellen, in dem ein beliebiger Wert steht, zum Beispiel dieser hier, und wenn wir dazu eine Integervariable noch machen, die nennen wir beispielsweise a, und wir möchten jetzt den Wert von meinem Text an a zuweisen, dann geht das nicht so ohne weiteres. Warum? Eben, wie gesagt, starke Typisierung. Eine Variable in diesem Fall, oder auch alles sämtliche wie Felder, was wir später kennenlernen, ist eben immer mit einem Typ behaftet. Und wenn wir dieser Variable, jetzt in dem Fall a, eben einen Wert zuweisen müssen, dann muss dieser Wert auch innerhalb dieses Typs darstellbar sein. Das heißt, wir können nicht einfach Strings zu Integervariablen zuweisen. Das geht nicht. Es gibt Programmiersprachen wie JavaScript, da ist das nicht der Fall. Und da würde sowas Ähnliches funktionieren. Also da würde es ungefähr so ausschauen, dass wir sagen, wir initialisieren den Integer a mit 0 und später können wir ihm dann den Wert von meinem Text zuweisen. Dann würde im Funktionsverlauf der Variablentyp eben an dieser Stelle, genau an dieser, von Integer zu String gewechselt werden. Das geht aber in vielen objektorientierten Sprachen, die eben stark typisiert sind, nicht. Und genau deswegen sprechen wir jetzt auch über Konvertierungen. Wie kriege ich denn jetzt beispielsweise es hin, wenn in meinem String eine 2 steht, dass ich daraus letztendlich einen Int-Wert machen kann? Und es gibt letztendlich vier verschiedene Möglichkeiten der Konvertierung. Das ist einmal die implizite Konvertierung. Die wird vom Compiler automatisch angestoßen und dafür müssen wir nichts Besonderes schreiben. Wir haben sie auch teilweise schon in den vorherigen Videos gesehen. Dann gibt es die sogenannte explizite Konvertierung und das ist gleichbedeutend mit dem Wort cast. Also wer schon mal Casting im Zusammenhang mit Programmiersprachen gehört hat. Genau das ist eigentlich eine explizite Konvertierung. Wir müssen hier angeben, dass wir einen Cast durchführen wollen. Das macht der Compiler eben nicht automatisch wie bei der impliziten Konvertierung. Und auch da gibt es bestimmte Regeln und Konventionen, die man eben einhalten muss. Wenn beides explizite und implizite Konvertierung nicht funktioniert, dann nutzt man eine Konvertierung mit einer sogenannten Helferklasse. Das ist die Klasse Convert, die es hier gibt. Und als letztes Mittel kann man sogenannte nutzerdefinierte Konvertierungen in C-Sharp nutzen. Und das sind letztendlich Methodenüberladungen. Die schauen wir uns jetzt zu Beginn, bevor wir uns mit Klassen beschäftigt haben, allerdings noch nicht an, weil dazu braucht man eben Wissen um die verschiedenen Arten von Typen in C-Sharp und wie man dann dazu zu diesen Typen die Operatoren überlädt. Okay, dann gucken wir uns in diesem Video noch die implizite Konvertierung an, explizite Konvertierung und die Convert-Klasse kommen dann in den beiden folgenden Videos. Ja, was heißt implizite Konvertierung? Wie gerade eben schon gesagt, es ist kein besonderer Syntax notwendig. Der Compiler macht automatisch die Typumwandlung
Und dann fragt man sich natürlich, wieso geht das so automatisch? Nun, es ist eben bei diesen Konvertierungen sichergestellt, dass man keinen Wert- oder Rundungsverlust hat, wenn man von Typ A in den Typ B geht. Und das ist eigentlich vor allen Dingen bei numerischen Typen der Fall. Das heißt, wenn wir beispielsweise einen Integer machen und in den stecke ich den Wert 103 und ich habe danach eine Long-Variable und weiß dieser den Wert von i zu, dann ist das letztendlich hier eine implizite Konvertierung, die hier rechts des Ist-Gleich-Operanden noch durchgeführt wird vom Compiler. Wir wissen, int heißt 32-Bit Ganzzahlformat. Wir wissen, long heißt 64-Bit Ganzzahlformat. Und wenn wir uns die Tabelle aus dem vorherigen, die kann ich auch nochmal kurz mit dazu holen. Hier sieht man die Tabelle nochmals. Wir haben hier eben einen Wertebereich von minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1. Und beim Long eben minus 2 hoch 36 bis 2 hoch 36 minus 1. Und wir wissen eben, dass der Wertebereich von int komplett im Wertebereich von long enthalten ist. Und folglich, egal welche Zahl diese Variable jemals annehmen kann, sie ist immer im Wertebereich von L. Und deswegen ist hier eine Konvertierung letztendlich möglich. Also sobald wir letztendlich einen kleineren Wertebereich haben und für eine andere Variable eines anderen Typs eben den Wertebereich komplett enthalten haben, findet bei numerischen Werten immer eine implizite Konvertierung statt. Beispielsweise ist das auch der Fall, wenn ich von einem Short J, dem geben wir jetzt meinetwegen mal den Wert minus 42, auf den Typen int gehe. Auch das ist dann hier der Fall. Und selbst hier, wie man sieht, wenn wir es groß machen, ist hier der Tooltip, dass dieses Literal ja eine 32-Bit signierte Integerzahl vornimmt. Auch diese Zuweisung hier ist schon eine implizite Konvertierung zum Typen Short, wie man sieht. Gut. Es geht natürlich nicht nur innerhalb der Ganzzahltypen. Wir können auch ohne Probleme, wenn wir einen Int haben mit 55, diesen implizit. Entschuldigung, da muss ich natürlich einen fortlaufenden Namen wählen. Auch hier wird eine implizite Konvertierung angewandt. Wir haben jetzt aber eben nicht mehr von Ganzzahl nach Ganzzahl mit größerem Wertebereich, sondern wir haben hier von Ganzzahl nach Gleitkommazahl. Auch hier wird der Wert implizit konvertiert. Wir können auch durch das Ganze mal durchdebuggen. Wir sehen hier, dass jetzt eben nach dem Ausführen dieser Zuweisung die implizite Konvertierung, wenn wir hier etwas in die Locals reinschauen, hat eben m den Wert, Ganzzahlwert 55, n hat den Wert 55.0. Ja, da man explizit nicht wirklich was hinschreiben muss, ist die implizite Konvertierung eigentlich sehr intuitiv. Sie wird übrigens nicht nur beim Zuweisungsoperator angewandt, sondern wenn wir beispielsweise eine Funktion bilde Quadrat bauen und wir wollen hier natürlich ein Double entgegennehmen,
Machen wir das Ganze doch einfach Wert. Dann ist das Quadrat natürlich Wert mal Wert. Hier sehen Sie auch noch einen alten Bekannten. Vielleicht sollte ich auch den Rückgabetypen richtig schreiben. Und wenn wir dann diese Bilde-Quadrat-Funktion aufrufen und das Ganze beispielsweise mit einem Float machen, hier nehmen wir einfach, was weiß ich, den Wert 3 und wir rufen hier mit diesem Float-Wert auf, dann sieht man, auch hier wird letztendlich eine implizite Konvertierung von Datentyp Float, was ja ein 32-Bit Gleitkommazahltyp ist, hin zum 64-Bit Gleitkommazahltyp Double vorgenommen. Genau an dieser Stelle. Ohne dass man es als Programmierer oder als Schreiber des Codes letztendlich merkt. Wir können auch nochmal kurz hier durchdebuggen. Wir sind hier, haben einen Float, dann wird die Funktion hier aufgerufen und der Wert ist jetzt eben kein Float-Wert mehr, sondern ein Double. Und wir geben natürlich sowieso einen Double zurück, den wir dann an O zuweisen. Und den hier ist 9,0 rausgekommen. Ja, dann ist natürlich die Frage, was geht denn jetzt alles implizit zu konvertieren? Dazu findet man in der MSDN weitere Mittel. Machen wir etwas größer hier. Unter dieser Adresse hier oben, die ist auch im Skript gekennzeichnet, kann man sich eben die Tabelle für implizite numerische Konvertierungen anschauen. Und hier in dieser Tabelle steht letztendlich, hier ist eben ein Signed Byte, das kann man in diese Datentypen umformen. Hier haben wir das Byte, das kann man in diese Datentypen umformen und so weiter. Also was ist für uns wichtig? Byte kann eben in eigentlich alles andere implizit konvertiert werden. Den Int benutzen wir, der geht natürlich in Long, Float, Double und Decimal. Wir haben den Long, der geht in Float, Double und Decimal. Und wir haben hier den Float in Double. Was interessant ist, es gibt keine implizite Konvertierung zwischen Double und Decimal. Oder es gibt überhaupt keine, ja, im Prinzip gibt es überhaupt keine impliziten Konvertierungen für Double, Decimal. Und als letztes gibt es natürlich auch keine zu String oder Bool. Wobei String und Bool jetzt an sich auch keine numerischen Werte sind. Aber sie werden trotzdem sehr häufig benutzt und deswegen ist es auch ganz gut zu wissen, dass man beispielsweise nicht implizit, das war ja die Frage am Anfang des Videos, wie schon gesehen, wenn wir einen String-Wert haben, können wir das nicht implizit zu einem Integer-Wert ummünzen. Das geht eben nicht. Okay, dann sage ich vielen Dank. In diesem Video gab es die allgemeine Vorstellung, was gibt es überhaupt für Konvertierungen, welche werden wir uns jetzt sofort in diesem und in den kommenden Videos anschauen. Wir haben uns die implizite Konvertierung angeguckt, die hauptsächlich darauf aufbaut, dass man eben bei numerischen Typen in andere Typen überführen kann, wenn sie den kompletten Wertebereich des Ursprungstyps enthalten. Und in den nächsten Videos schauen wir uns dann genaueres zur expliziten Konvertierung und zur Convert-Klasse an, die letztendlich Hilfsmethoden für Konvertierung zwischen Datentypen bereitstellt. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal.